Das ist eine sehr gute Idee. Aber nein, ich fürchte, das kann ich nicht machen. Okay, wir sehen den Utah First Pick für Fnatic. Und auf der anderen Seite sagen Cricket Esports, wir spielen übrigens wieder genau das gleiche wie auf Map Nummer 1. Auf geht's. You can't see me. The time is now. Okay, Fnatic mit Dehaka Greymane. Gefällt mir wieder ganz gut eigentlich, den Greymane abzusichern und letztlich sicherzustellen, dass man gegnerische Tanks zerflexen kann. Außerdem natürlich der Dehaka da selber auch gefährdet. Insofern quasi garantiert Doppel-Tank zu spielen natürlich mit dem Dehaka und da ist der Greymane halt gut gegen. Man boostet den sozusagen ein bisschen mit dem Greymane und der Greymane ist einer der besten Shrine-Clearer, also einer der besten Assassins für Infernal Shrines letztlich und wahrscheinlich generell ehrlich gesagt. Könnte dann Doppel-Support, Doppel-Tank werden oder aber eine aggressive Variante. Also sie haben jetzt noch die Option, dann hart zu diven, wenn Tricked Esports da was zu Defensives picken und deswegen müssen die auch Genji bannen. Jetzt würde ich hoffen, dass wir von Fnatic den D.Va-Ban wiedersehen. Danke schön. Rogget. Nomcast, bist du am Essen? Was ist denn nochmal das richtige Emoticon für Cheers? Aha! Gensora, ja. Team Liquid haben ihren neuen Coach angekündigt. Das ist doch total schön. Wir sollten das mehr machen. Nomi Punish Spam ist das Beste. Ja, Bon Appetit, Rocket. Okay, Arthas Ban überlegen sie. Verstehe ich wirklich nicht so richtig. Ich meine, man kann natürlich sagen, okay, unsere beiden Tanks und der Greymane und der Uta, die laufen da alle irgendwie nahe dran rum und dann slowt der Arthas alle und ist voll blöd, aber der Arthas stirbt halt auch einfach, wenn er Cursed Bullet abkriegt, haben wir gerade eigentlich ganz schön gesehen. Und Tricked Esports haben jetzt natürlich die Entscheidung, Doppelsupport, yes, no. Ist aber ziemlich wahrscheinlich, denke ich. Man müsste jetzt, glaube ich, überlegen, gegen den DHK vielleicht doch einen Cleanse mitzunehmen. Insofern könnte es hier dann vielleicht statt den Tassa da eher sowas wie ein Rega sein. Und dann kann man natürlich auch wiederum überlegen, ob man nicht dann einfach auch Bloodlust geht. Haben wir zwischendurch insbesondere von den Open Division Teams gesehen. Es gibt den Rega. Und dazu D.Va und ein Tank, oder? Ja, gut. Das Shirt kommt morgen vielleicht bei dir an. Stimmt. Ja, das stand bei mir auch. Ich habe, glaube ich, wahrscheinlich auch am selben Tag bestellt wie du. Ich habe leider bestellt, als da nur die Größenauswahl bis 2XL stand. Natürlich brauche ich viel mehr Xs. Und habe insofern die Sorge, dass es mir vielleicht nicht passt, dann gebe ich es meinem Bruder, bestell mir noch eins. Ha! Insofern hoffe ich, dass die Kampagne noch so lange läuft zumindest. Warum spielt man keinen Gul'dan Aurel mehr, beziehungsweise gar keinen Gul'dan mehr? Das ist eine sehr gute Frage. Also so richtig verstanden habe ich es nicht.
Ein guter Punkt ist natürlich, dass Hart gedived wird. Oh, kein Tank, sondern Illidan. Diva als Solo-Tank haben wir von JPL gezeigt gekriegt, reicht im Zweifel auch. Insbesondere dadurch, dass man natürlich dann den Mech hochgehen lassen kann, wenn es eng wird und im Zweifel dann ganz gut zonen kann fürs eigene Team. Aber das ist natürlich jetzt eine deutlich aggressivere Composition. Und da bin ich gespannt, wie gut das funktioniert. Was sagt ihr? Wer gewinnt da den Draft? Also ihr sollt mir nicht vorhersagen, wer hier das Spiel gewinnt, sondern wirklich, welchen Draft findet ihr besser? Falstad ist auch sehr ungewöhnlich momentan. Aber Anubrak ist natürlich sick, den als vierten Pick noch mit reinzunehmen. Ich persönlich würde sagen, Trick Esports haben den Draft gewonnen. Also ich finde die Composition sehr, sehr sick tatsächlich. Der Illidan könnte etwa ich mit Bloodlust auch krass ausrasten, aber natürlich ist eigentlich hier anzunehmen, dass der einfach das Ancestral zwischendurch kriegt. Und die Diva auf dem Schrein ist super mächtig. Wie gesagt, der Greyman ist extrem guter Schrein-Clearer. Aber ich denke mal, Trick Esports haben da insbesondere mit dem Mech, der dann ja gut zonen kann, eigentlich gute Optionen. Und der Falstad, kommt der da rein vielleicht als möglicher Konter gegen Mighty Gust? Ist das eine Überlegung, die es geben könnte? Oh, er sagt trotzdem zu dem Großteil, dass Fnatic gewinnt. Okay. Ihr habt keine Ahnung, Trick Esports hat besseren Draft. Ist easy für sie. Wir sehen SMX auf dem Uta Breeze, auf dem Nubarak Quarknix mit dem Falstad. Schwimpy auf Greyman und Wubi auf dem Dehaka. Das sind also die fünf Schweden. Von links nach rechts und auf der rechten Seite haben wir eine ganze Menge Dänen vor allem, nämlich Crosby auf der Baller und Alex Approji mit der Diva dazu Macke. Auf dem Rega ist ein Schwede, wenn ich mich nicht täusche, Rammerballer. Der Illidan ist Holländer. Und dann fehlt uns noch. Gnappe. Das ist auch ein Schwede, ne? Auf der Aurel. Quarkens Falstad macht 10% extra Schaden. Ja, nicht ganz falsch. Also, das ist seine große Liebe, hat man das Gefühl. Da kehrt er wieder zurück. Haben wir aber, wie gesagt, ewig nicht gesehen eigentlich im Meta. Ich persönlich habe in der Hero League ja immer wieder das Gefühl, dass er doch immer noch ziemlich gut ist. Und das ist natürlich aber trotzdem ein bisschen anderes Pflaster als hier in der HGC. Aber um das noch heute aufzugreifen, warum sieht man eigentlich Gul'dan nicht mehr? Weil die Frage ist wirklich gut eigentlich. Der Gul'dan macht im Prinzip das gleiche wie die Valla. Generiert sehr viel Hoffnung für die Aurel und hat dazu sogar noch einen besseren Team-Ultimate. Horrify kann eigentlich sehr schnell, sehr einfach für Kills sorgen. Und außerdem ist natürlich der Schrein-Clear sehr, sehr gut vom Gul'dan. Also kann man eigentlich ganz gut machen, schlicht und ergreifend. Das ist übrigens interessant, dass wir Remmerball auf dem Illidan sehen. Aber gut, was sollen sie machen? Solo-Tank ist dann eben der gute Alex Approji. Ich glaube, so ein bisschen Teil der Wahrheit ist, dass die Valla einfach mobiler ist. Und das Ziel ist, die Valla einfach anzugehen. Und wenn die sich so erwischen lässt, das ist natürlich schon tödlich. Ist natürlich sick gemacht, ne, von Breeze. Die Stun-Kombo wunderschön ins Ziel gebracht, weil könnt ihr auf jeden Fall Gift drauf nehmen, dass man als normaler Mensch Crosby nicht so einfach doppelt gestunt kriegt. Aber für Breeze ist überhaupt kein Problem. Und dann kommt noch Wubi und bringt die Zunge auch noch im Ziel unter. Der allerdings hat es dann natürlich leicht, nach der Stun-Kombo dann auch noch zu treffen. Trotzdem, sehr schön gemacht. Und Trick Esports kassieren das First Blood und haben natürlich das Problem, dass erst mit Level 7 Clans mit reinkommt auf dem Rega. Insofern müssen sie bis dahin zumindest nochmal ein bisschen vorsichtiger sein, was solche Engagements angeht. Alex Approji arbeitet so ein bisschen noch daran, seinen Mech hochjagen zu können. Und die ersten 10 Skelette werden tatsächlich einfach vom Illidan abgefarmt. Und wir sehen, Fnatic haben kein Interesse hier, den Teamfight zu nehmen am Immortal. Und ich denke, das ist letztlich richtig, denn sie haben natürlich die Erfahrung gesammelt, dass man doch mit dem Push eigentlich mehr XP rausholen kann. Aber gute Reaktion von Trick Esports, die sofort ihrerseits einfach auch den Druck anwerfen. Und beide Teams nehmen zwar eine Wall raus, aber hier oben soak keine XP. Im Gegensatz zu unteren Lane durch den D-Hacker von Fnatic. Und damit ist hier jetzt erstmal ein bisschen Vorteil rausgekommen für Fnatic. Allerdings wird natürlich auf der anderen Seite gleich der Punisher das Ganze wieder ein bisschen ausgleichen. Jetzt in der Mitte Druck auf die zweite Wall. Also da machen Schwingt auf jeden Fall gute Arbeit. Mal gespannt, ob es da oben gleich aufs Keep geht. Da lassen sich zurückscheuchen tatsächlich alleine von der Diva. Das finde ich ein bisschen überraschend. Aber jetzt soll es in der Mitte das Engagement gegen 5 gegen 4 der
Punisher wird gleichzeitig hinter das Fort gelockt. Aber die Diva ist natürlich relativ schnell hinterher tatsächlich. Und damit müssen Fnatic, glaube ich, da ihre aggressiven Pläne abbrechen. Und das bedeutet, sie verlieren das Fort und kriegen tatsächlich nicht viel dafür. Breeze extrem aggressiv unterwegs. Das könnte bestraft werden. Der nächste Proji, jawohl, schubst sie nochmal rein. Was sich da Breeze gedacht hat, ist mir nicht so richtig klar, ehrlich gesagt. Da haben sie wohl nicht mitgekriegt, dass die Diva hier mit der Rotation nach unten kam. Das ist vielleicht die beste Erklärung. Aber damit gibt es natürlich dann den einen Kill für Trick Esports, der ihnen letztlich reicht, um hier XP-technisch dann wieder gleichzuziehen. Auf der Top-Lane allerdings hat Quarknix auch nochmal schnell das... Nicht Quarknix, natürlich, der spielt ja den Falstad. Der Greymane von Schwimpi hat auch nochmal schnell das Fort rausgenommen und damit ist jetzt das Spiel weiterhin völlig ausgeglichen. Insofern also, in der Hero League kann man sich merken, wenn man reinfeedet kurz vor der ersten Immortal-Phase, dann muss man nicht unbedingt den Fight am Immortal nehmen. Man kann auch einfach sagen, komm, wir pushen auf einer Side-Lane, dann ist das Spiel noch nicht direkt vorbei. Oh, nächstes Engagement gegen Nappe. Mech-Explosion direkt gezogen, um für ihn zu zonen, aber die Aure wird da trotzdem rausgezogen. Clans war jetzt aber bereit und damit kann Knapper da nochmal gerettet werden. Und Schimpi, der hat hart committed dafür und wurde nicht belohnt und wird dann da so, dafür sogar noch bestraft. Also diesmal sieht das hier sehr viel besser aus, was Trick Esports in der Defensive machen. Wubi kriegt nochmal einen Heal von seinem Uta. Und sein Uta hat noch kein Level 7 Talent gewählt. Da bin ich gespannt. Könnte sein, dass... Ah, worauf warten sie denn eigentlich? Gibt es einen Grund, Clans zu picken? Verstehe ich nicht. Vielleicht sehen wir es gleich. Also offensichtlich ist natürlich, dass SMX nicht vergessen hat, dass er Level 7 erreicht hat, sondern dass er sich erstmal angucken möchte, was für Ultimates da auf ihn zukommen. Ja, aber will er Hand unbedingt cleansen, ist meine Frage. Weil er könnte natürlich gegen Hand auch einfach ganz viel Armor geben und fertig ist die Laube. Also haben sie wirklich das Gefühl, dass Hand so gefährlich ist, dass sie es cleansen müssen? Ja, bin ich gespannt. Also schauen wir uns das mal an. Sehen wir jetzt natürlich dann gleich, wenn Level 10 erreicht wird. Beide Teams schicken nochmal schnell das Loser-Camp los. Und beide Teams wollen natürlich nebenbei schnell Level 10 holen. Das ist für Trick Esports tatsächlich nicht so einfach drin. Und die wollen erstmal die ersten 20 Skelette sichern. Aber ich glaube, das ist vielleicht keine gute Idee gewesen. Aber das hier ist tatsächlich ein seltenes Problem für Fnatic. Da lässt sich so jemand wie Bobby ganz selten nur erwischen. Gut gemacht von Trick Esports. Kann man natürlich andersrum auch sagen. Die haben erkannt, dass sich der DHK da oben im Busch versteckt und haben ihn wunderschön da rausgenommen. Ganze Team direkt mit dabei und das gibt zur Belohnung den nächsten Punisher. Bunnyhop maybe. Es gibt tatsächlich Cleanse Divine Shield. Und das ohne, dass die Diva den Ultimate ausgewählt hat. Aber es gibt sowieso nur einen guten Diva Ultimate, insofern. Spielt das, glaube ich, keine Rolle. Also tatsächlich scheint es die Reaktion auf Hand zu sein, dass sie lieber schnell weg wollen mit Cleanse, als mit der zusätzlichen Armor da zu arbeiten. Interessant. Na gut, wir schauen mal weiter. Könnte sein tatsächlich, dass die Kombination mit der Diva-Explosion die Sorge ist. Alex Approji hat diese auch bereit. Punisher wurde über die Mauer gezogen. Damit wird er zumindest das Keep hier nicht rausnehmen können. Die Frage ist nur, machen Trick Esports hier noch ein bisschen weiter Druck? Sieht nicht danach aus. Rückzug wird eingeleitet. Und Breeze geht noch hinterher. Cocoon geht raus. Ganz aggressiv tatsächlich. Und zwar so aggressiv, dass da nicht viel draus entstehen kann. Aber ich glaube, trotzdem richtig. Das ist auch etwas, was man sich durchaus abgucken kann. Der Cooldown auf Cocoon ist so kurz, dass man sich wirklich eigentlich immer wieder leisten kann, quasi auf Cooldown einfach irgendeinen Gegner mal schnell zu fangen und zu gucken, ob sich was Günstiges ergibt. Ah, Trick Esports jetzt mit dem Marsch drumherum und das ist ein Engagement gegen den Falster, aber der wird eben direkt geklänzt und ist dann einfach weg. Tja, ist vielleicht tatsächlich das eine goldene Combo, die wir abgucken können. Alex Approji mit dem Diva Ultimate unter Hand, ist das irgendwie todesbroken, um Range Assassins einfach schnell kaputt zu machen? Das wäre vorstellbar, oder? Na gut, wir sehen den Kill gegen den Mech. Das ist natürlich nicht weiter wild für Trick Esports. Alex Approji muss ein bisschen arbeiten, um den wieder bereit zu haben. Aber im Zweifel natürlich die nächste Schreinphase problemlos dann
für ihn, das bereit zu haben. Siegekamp wird nochmal losgeschickt auf der anderen Seite, auf der unteren Lane. Mac ist wieder bereit. Aber der Ultimate natürlich noch für 60 Sekunden auf Cooldown. Und auf der anderen Seite, Mighty Gust wurde zwischendurch gezogen. Da bin ich schon gespannt. Also, wir wollen festhalten, Fnatic haben ihren Fight, den sie vorhin so hart verloren haben, ja auch sehr aggressiv angesetzt. Also haben versucht, da in der Backline jemanden schnell wegzubursten. Und andersrum werden sie jetzt aber auch relativ brutal angegangen von Alex Approji und dem Illidan mit der Hand. Und sie disengagen damit da relativ konsequent mit Mighty Gust und Cleanse. Also sehr schüchtern die Herangehensweise, könnte man sagen. Level 13 jetzt erreicht für Trick Esports. Insofern eigentlich ein guter Zeitpunkt für sie zu engagen. Aber der Schrei wird erstmal beherrscht tatsächlich von Fnatic. Also ich denke mal, Rimmerballer will schon ein gutes Target haben, was er da angehen könnte mit der Hand. Und Falstad ist tatsächlich ein bisschen gesplittet von seinem Team, aber wir sehen sehr gute Arbeit von Schwimpi. Immer wieder, guckt mal auf die Cocktails, wie er immer wieder die Skelette sichert. Oh, da gibt's jetzt die Combo. Ist das euer Ernst? Das ist einfach so überragend gespielt von Fnatic. Zunge geht drauf vom Dehaker und der Falstad benutzt Instant Mighty Gust, heißt also, direkt ist der Reger getrennt vor seinem Team und sie killen einfach alle. Das ist einfach so extrem gut gespielt gewesen, da hoffe ich sehr, dass wir da nochmal ein Replay sehen. Und plötzlich sind vier Mann tot. Kann man nichts machen. Und damit wird natürlich der Immortal, der Punisher natürlich, der wird gesichert für Fnatic. Und davor nehmen sie noch die Keepwall mindestens raus. Ah, ich denke mal, mehr wird es auch nicht sein, um sicherzustellen, dass sie wirklich dann auch aufs Keep gehen können. Ist das krass, ne? Also da hat man wirklich das Gefühl, Fnatic spielen einfach so ganz gemächlich Standard-HGC-Style. Ja, auf dem Niveau fühlen wir uns wohl, ist alles easy. Und dann in einem Teamfight sagen sie einmal kurz, okay, und jetzt spielen wir einmal Full Try Hard und rasieren Trick Esports einfach wirklich richtig brutal. Na gut, in der Zwischenzeit hat der Hacker die Schreinskelette geklärt, größtenteils. Eins müssen wir noch mit einsammeln, aber ich denke mal, sie haben eigentlich ganz viel Zeit. Jawohl, sie holen sich das User Camp noch auf der Top Lane, da kann auch der Hacker noch ein bisschen XP reinholen und dann ist Level 16. Relativ nah für sie. Ich würde mich freuen, wenn sie wirklich auch noch konsequent das Bruiser-Camp machen würden. Der Hacker hat ein bisschen Angst offenbar, auf der Top-Lane einfach XP reinzuholen. Aber jetzt, wo sie sehen, okay, Bruiser-Camp wurde geholt, denke ich, sind sie dann doch wieder entspannt. Und auf der anderen Seite, Trick Esports, die gehen natürlich jetzt hier hin, um zuzusehen, dass sie dann doch Fnatic dazu drängen, hier ein bisschen früher den Punisher noch mit einzusammeln, als ihnen das recht wäre. Und das bedeutet natürlich schon, dass auf der Top-Lane jetzt der DHK kurz immerhin das gegnerische Bruiser-Camp auspushen kann und Level 16 deutlich näher kommen für Fnatic. Und damit haben sie jetzt hier dann plötzlich die Option, doch das Spiel vielleicht zu beenden. Gefällt mir wirklich sehr gut, wie die Teams immer besser werden, strategisch auf Inferno Shines und einfach da immer noch mehr kleine Details rausholen, um den Vorteil zu maximieren. Nicht etwa, nachdem sie den Fight gewonnen haben, einfach direkt den Punisher holen, sondern maximieren, was sie damit machen können. Keep gibt es jetzt erstmal for free. Die Frage ist, ob es noch ein zweites Keep gibt oder vielleicht sogar Core. Ja, Wobi nervt da ein bisschen und so geht der Punisher wieder Richtung Core. Jetzt geht's drauf auf die Diva. Und die muss tatsächlich mit der Aurelia-Aegis gerettet werden. Oh, der Diva-Mac explodiert in der Backline. Ist das gut genug? Nee, wird weggegastet. Und, oh, das Divine Shield für Schwimpi. Sollte dafür sorgen, dass er den Kill da holen konnte. Das ist nicht drin. Boah, und der Illidan kriegt die... Das ist jetzt für ein bisschen zu spät. Das wundert mich ein bisschen. Da hatte eigentlich Macke sehr viel Zeit, den Heal zu setzen. Aber der ist natürlich wahrscheinlich kein reger Main. Vielleicht war das das Problem. Schade. Jetzt sieht es natürlich eng aus. Am Crow, Wubi allerdings wird rausgenommen von Crosby. Ah, wird er nicht tatsächlich. Crosby muss seinerseits aufpassen, dass er am Leben bleibt. Und plötzlich ist der Core schon wieder weg. Und Fnatic sichern sich ein 2-0. Und es war irgendwie krass. Es war irgendwie krass gespielt von Fnatic. Was soll ich euch sagen? Ich möchte tatsächlich diese Situation nochmal angucken. Weil es ist ja wirklich nur ein Fight, wo sie sich Mühe geben und einfach alles zerstören. Und das gucken wir uns hier nochmal richtig geschmeidig an. Hier baut sich das auf. Beide Teams sind Level 12. Und Schickt werden natürlich früher Level 13. Insofern müssen hier Fnatic kurz noch ein bisschen arbeiten. Und dann achtet einfach mal, wie sich das entwickelt. Ne? Der Schwimpi, der trifft hier schon mit dem Cocktail den Großteil der Skelette. Insofern wird es dann langsam ein bisschen